Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Webinar der Special Week zum Thema JTL Shipping. Und heute haben wir unseren Partner Parcel One mit dabei. Bevor wir nun wirklich durchstarten, wollen wir natürlich wissen, ob Sie uns verstehen können. Wenn Sie schon dem ein oder anderen Webinar von uns beigewohnt haben, werden Sie das kennen. Sie bekommen auf Ihren Bildschirm in diesem Moment eine kleine Kurzumfrage. Ich bitte Sie, da einmal abzustimmen und möchte an dieser Stelle den Micha Augstein, Geschäftsführer von Parcel One, begrüßen und dich bitten, Micha, da auch schon mal die ersten Worte zu verlieren. Servus. Ja, verlieren tue ich Worte sehr gerne, Sendungen nicht, weil da sind die Kunden immer unzufrieden. Aber von daher freue ich mich auf eine coole Session mit euch, die wir heute auch ein bisschen interaktiv gestalten wollen. Soll es also nicht nur quasi in eine Richtung gehen, sondern wir wollen auch ein bisschen eure Fragen beantworten, sehen, was euch bewegt, immer zu den jeweiligen Punkten. Und ja, ich bin gespannt und freue mich drauf. Jawohl, genau, das ist ein gutes Stichwort. Dann werde ich diesen Punkt auch gleich noch mal ein bisschen näher ausführen. Und zwar haben Sie, liebe Teilnehmer, natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar über Ihr Webinar-Tool im Bereich Fragen. Wie von Micha eben gesagt, einfach reinschreiben die Fragen und wir leiten die dann direkt an ihn weiter, sodass Sie Ihre Antworten dann auch sehr, sehr zeitnah bekommen werden. Und da dann auch nichts offen bleibt. Der Micha wird dann auf Fragen, die er nicht während seines Vortrages aufgreift, am Ende nochmal eingehen in einer kleinen Fragerunde. Also es wird nichts an Fragen verloren gehen. Von den Antworten her, ob Sie uns verstehen können, sieht das sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir können die Umfrage beenden. Und diese Special Week steht ja unter dem Motto oder unter der Begleitung von Robert Lautenbacher. Wenn Sie gestern schon dabei waren, kennen Sie ihn schon. Robert Lautenbacher ist der Inhaber der Black Bike Forest GmbH, einem frischen Online-Vertrieb für Zusatz- und Zubehörartikel in der Fahrradbranche. Und der hat gestern die Ersteinrichtung von JTL Shipping gezeigt und erläutert bekommen. Und hat heute den ersten Termin mit einem Versanddienstleister. Denn was bringt es, wenn er seine Artikel über den Online-Shop verkauft, diese Artikel dann aber nicht zum Kunden bekommt? Heute also der Termin mit Parcel One. Auf Ihre Fragen, habe ich eben schon erwähnt, wird direkt eingegangen. Und ich glaube, es kann dann auch direkt mit dem Micha losgehen. Genau. Dass wir gar nicht mehr lange warten müssen. Micha, ich gebe dir in diesem Moment die Moderationsrechte und dann kann es auch losgehen. Genau, so, das ist quasi der bereinigt. Genau, das sollte jetzt eigentlich klappen, glaube ich. Jawohl, das sieht gut aus. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen, jetzt mal so richtig in der Runde. Wir wollen, klar, wenn wir schon über Fahrradversand reden, habe ich mir gedacht, wir machen die Tour de la Expansion, dass wir sagen, okay, wie können wir expandieren? Weil das ist ja die Frage, die Robert hat. Robert ist Fahrradhändler, hat eigentlich ein Ladenlokal und eine Werkstatt. Und da denkt man sich ja eigentlich, okay, das ist ja mit Online noch ein bisschen weit weg. Aber er versucht diesen Schritt. Und das ist auch ein guter und wichtiger Schritt. Und darauf möchte ich mit euch ein bisschen eingehen. In der Tour de l'Expansion, und zwar mit einigen Etappen zum Erfolg. Und das wollen wir gemeinsam machen. Okay, Start. Robert, wie gesagt, er hat ein Ladenlokal, er hat eine Werkstatt, also eigentlich was Grundsolides, möchte man sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Online nicht solide ist, das ist damit nicht gemeint, aber das ist eigentlich sehr, sehr regional. Und er hat jetzt ein paar Produkte, zum Beispiel diese gestaltbaren Fahrradhelme oder auch diese ganz normalen Zubehörteile, die es im Fahrradbereich gibt. Ich habe mich kundig gemacht. Ich habe einen super coolen Online-Shop gefunden heute, auch für Fahrräder, der sagte, dass knapp 2000 Teile vonnöten sind, um ein Fahrrad zu produzieren. Also es ist nicht die Maschinen drumherum, sondern das Fahrrad selber, 2000 Teile. Da habe ich erstmal gedacht, hoppala, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Bereich. Ich hoffe, die haben nicht die ganzen Kettenglieder einzeln gezählt, um auf 2000 zu kommen. Aber auf jeden Fall werden das sicherlich einige hundert Teile sein, um die es da geht. Gut, Ausgangslage ist quasi im Endeffekt das komplette JTL-Setup.
Das ist ja euch auch sicherlich bekannt, oder wenn es euch noch nicht bekannt ist, macht euch damit bekannt. Es ist ziemlich cool und hilft euch weiter, im Bereich online zu expandieren, zwar auf eine Art und Weise, die schlüssig ist und verständlich ist. Und das Abgefahrene ist, JTL kann ja auch ein bisschen Local Store supporten. Also von daher ist man dort auch gewappnet. Dann wollen wir ein bisschen reinspringen in die Thematiken, und zwar regional. Ich finde es immer total abgefahren, weil regional ist für mich mittlerweile eigentlich echt so ein Limitfaktor geworden. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier meinen Laden, dann, und ich möchte expandieren, dann ist der ganz klassische Gedanke, dass ich sage, okay, ich gehe raus aus meiner Region, ich werde überregional und ich mache an einem weiteren Standort, mache ich dann, die Uhrzeit mal laufen lassen, mache ich dann einen weiteren Laden auf. So, das heißt dann, ich gehe von der Kleinstadt irgendwann vielleicht auch in die Großstadt. Oder ich gehe dann von Großstadt zu Großstadt, ne? Also ihr kennt sicherlich die ganzen fetten Brands, wo dann drauf steht Hamburg, Paris, Berlin, Mailand, und dann weißt du, okay, der hat Ahnung, der ist groß. Also von daher ist das die Thematik regional Limit, weil regional geht auch noch heutzutage, aber dann eher mit einem Spezialkonzept. Oder, womit es auch geht, und das ist ja bei einem Fahrradstore leider nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei euren Produkten ist. Es ist vielleicht auch nicht gegeben, weil tägliche Produkte heißt täglicher Umsatz. Was meine ich damit? Wenn du eine Bäckerei hast, eine Bäckerei ist täglicher Umsatz. Ganz krass gesagt, du wärst Stromlieferant, das wäre ein minütlicher, sekündlicher Umsatz, weil Strom wird immer gebraucht. Aber ein Fahrrad, wie oft kaufst du ein Fahrrad? Wie oft gehen die Teile von einem Fahrrad vielleicht kaputt? Oder was willst du vielleicht pimpen, verändern, verschenken, einkaufen in dem Bereich? Das ist nicht mehr so ein täglicher Umsatz und somit auch schwer, das quasi, weil die Region ist dann irgendwann auch, sag ich mal, auch dann gesättigt, um das mal so zu sagen. Okay, aber streichen wir das mal weg. Was ist das Nächste? Du musst also anfangen, wirklich überregional zu denken. Und wie gerade schon gesagt, ein Schritt wäre zu sagen, ich mache den nächsten Laden auf. Aber wie Robert das ja auch vor sich hat und wie das im Endeffekt auch viele jetzt am Machen sind, der nächste Schritt, den du machst, ist online gehen. Das ist ein immens wichtiger Schritt. Online gehen, weil dann wirst du quasi gefunden, du wirst gesehen. Also nicht die Leute, die an der Straße vorbeifahren, finden dich, sondern Leute, die etwas in Google eingeben oder die auch was auf einer Plattform suchen, die finden auf einmal dich und deine Ware, die nach wie vor in deinem Laden liegt. Okay, nächster Schritt. Von Profis profitieren. Warum ist das so wichtig? Du begibst dich jetzt, in diesem Case ist es ja so, Robert ist quasi ein Offline-Mensch. Womöglich kauft er privat online ein, gar keine Frage. Aber er möchte jetzt selber online verkaufen. Und da musst du dich auf einige Sachen konzentrieren. Was kannst du? Was kann Robert? Robert hat Know-how. Er kann reparieren. Er hat Ahnung von der Branche. Was er nicht hat, muss er sich dazu ein bisschen dazu kaufen, möchte ich fast sagen. Weil mein klassisches Beispiel ist immer, alles, was wir auch als Dienstleister Parcel One machen, das könnt ihr selber machen. Das könnt ihr. Ihr könnt aber auch, das ist dann mein übertriebenes Beispiel, auch sagen, ich mache mir meine Wurst selber. Und übrigens, ich werde auch mein eigener Stromlieferant. Und das Auto habe ich mir auch selber gebaut. Also ihr merkt schon, wie das so geht. Also von daher muss man auf gewisse Sachen zurückgreifen, die gut funktionieren. Okay. Und da ist die Krux ein bisschen. Es gibt so viel Vielfalt. Nicht nur im Dienstleisterbereich, sondern wir gehen jetzt mal dieses komische Schaubild mit diesen komischen Quadraten, gehen wir jetzt einfach mal an. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Du könntest jetzt quasi links stehen, du könntest auch in der Mitte stehen, du könntest auch vielleicht rechts stehen. Warum? Oder du willst vielleicht sogar von links nach rechts und von rechts nach links gehen. Was meint der Micha damit? Stell dir mal vor, wir reden über Warengruppen. Also wir reden jetzt quasi über die Vielfalt im Fahrradbereich. Das fängt an von dem kleinsten Teil bis zum größten Teil, und zwar das fertige Fahrrad. Dazwischen sind so viele Stufen, so viele Warengruppen, die du hier sehen kannst. Und da musst du anfangen, okay, ich möchte jetzt online gehen, und du siehst das quasi im Endeffekt, das ist ein bisschen auseinander, die Quadrate, die gehen ein bisschen enger zusammen, weil man sagt, okay, man strukturiert das jetzt ein bisschen. Mit was möchte ich online gehen? Und du siehst dann quasi rot und blau. Was könnte rot und blau heißen? Rot könnte bedeuten, das mache ich jetzt ab jetzt online. Und das Blaue mache ich offline.
Oder das Rote ist ein Marktplatz und das Blaue ist ein anderer Marktplatz. Kann aber auch sein, dass wir hier über Dienstleister reden. Vielleicht ist für dich, brauchst du jetzt sozusagen in den Warengruppenstrang wieder gehe, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt spezialisieren. Dann wird Rot quasi ein Dienstleister, der auch Sperrgut kann oder der auch Zweimannhandling kann. Und unten ist es ein Dienstleister, der sich auf kleinere Sendungen spezialisiert hat oder auf internationalen spezialisiert hat. Es kann aber auch sein, dass wir hier von Ländern reden. Was heißt das denn? Vielleicht bietest du momentan alles nur in Rot an. Rot könnte ein Land sein, zum Beispiel Deutschland. Und du sagst, hey, weißt du was? Also, Robert war im Urlaub in Frankreich und da ist ja die Tour de France und in Spanien, die sind auch total Fahrradbegeistert und Italien erst recht. So, was heißt das denn? Du musst anfangen zu selektieren. Wo ist denn vielleicht ein Bedarf? Wo ist denn vielleicht auch der Wunsch da für meine Produkte? Und was man nicht vergessen darf, ist die Plattform. So, vielleicht sagst du dir, ich möchte quasi vom Online-Store gleich nach ganz rechts ins ganz Verschachtelte, in alles, in alle Plattformen. Das ist mein direktes Ziel. Vergesst die Zwischenetappen nicht. Die sind immens wichtig, weil ansonsten verschluckst du dich. Das schaffst du nicht. Du musst das quasi Stück für Stück angehen. Vielleicht, ich springe wieder zurück zu den Warengruppen. Vielleicht hast du auch ein ganz, ganz verschachteltes Warenkonzept. Ne? Rot, grau, grau, blau. Du hast von allem ein bisschen was. Vielleicht merkst du auch was. Nee, also ich muss ein bisschen sortieren. Ich muss vielleicht auch mein Sortiment verkleinern, wenn ich online gehe, um nachher ganz speziell nur Rot anzubieten. Das sind die ganzen Punkte, die man sich ein bisschen stellt oder die Fragen, die man sich stellen sollte. Deshalb die Tourenplanung. Wie mache ich mich fit? Welche Tipps gibt es? Und welche Etappenziele muss ich mir stecken? Mit Etappenzielen, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, weil manchmal plant man nur wirklich Großes und will es auch schaffen. Man vergisst aber die Zwischenschritte. Und diese Zwischenschritte sind immens wichtig. Und bezüglich Tipps, vergesst nicht das JTL-Forum. Vergesst nicht, auch in Facebook gibt es auch eine Gruppe von JTL. Tauscht euch aus und macht euch fit. Macht euch initiale Gedanken, so wie Robert das auch macht. Robert sagt, er hat Lust, online zu verkaufen. Er will Sachen veräußern und das nicht nur in Deutschland. Er macht sich auch Gedanken, wie groß sind die Sachen? Passen die in den Brief rein? Was muss ich da beachten? Haben die vielleicht auch verschiedene Werte, die Sendungen oder respektive die Waren? Und wie kann ich jetzt damit quasi ein Konzept draus machen? Wie soll meine Tour in diesem Bereich aussehen? Und wie Markus vorhin schon gesagt hat, ganz, ganz wichtig, das Ding soll ein bisschen interaktiv sein. Das bedeutet, das geht nur gemeinsam. Allein interaktiv geht nicht. Und von daher, wenn ihr einfach ein bisschen Angst habt oder sowas, dann könnt ihr auch so die Frage anfangen. Ich frage mal für einen Freund. Und denkt dran, das Webinar werden sich sicherlich später auch noch andere anschauen. Vielleicht habt ihr Fragen, wo ihr meint, ah, das weiß ich schon irgendwie, wie das geht. Das kann ich mir vorstellen. Stellt sie trotzdem, weil der das nachher anschaut, der kann nicht interaktiv mit uns jetzt quatschen und sich austauschen. Von daher freue ich mich da wirklich auf Fragen. Schreibt sie jederzeit zwischendurch. Der Björn, mein Kollege, der tippt mir die dann über das Chat diese Fragen und ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten am Ende haben wir auch nochmal die Möglichkeit, das zu machen. So, erste Frage. Kann man Parcel One auch als Händler aus Österreich nutzen oder geht das nur aus Deutschland europaweit? Es geht von Europa zu Parcel One und von Parcel One weltweit. Also du kannst Österreich machen. Wir haben auch einen Einspeispunkt in Österreich, lieber Fragesteller, den kannst du auch nutzen. Und dann gehen die Sendungen quasi von Österreich mit uns nach Deutschland, für Deutschland und weltweit. Erste Frage beantwortet. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Alright, wir sind wieder hier auf unsere Tour. Und wir gehen jetzt mal wieder rein in den Punkt Vielfalt, den ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, weil das ist immens wichtig, diese Vielfalt. Und wir haben, und da war Markus so freundlich, mir ein paar Produkte einfach mal zu nennen, die es vielleicht sein könnten, die Robert verkaufen möchte. Das kann nämlich alles sein. Das kann sein, dass er, ich blende wieder meine vier Punkte ein, die einfach wichtig sind. Es kann sein, dass du sagst, oder andersrum. Es kann sogar so sein, dass du anfängst, so wie ich zu ticken. Ich habe vor 15, 18 Jahren selber online verkauft. Und meine Brille
war fokussiert, da bin ich auch Logistiker geworden, war fokussiert nach der Warengröße und nach dem Wert. Ich bin quasi durch die Welt gelaufen, habe gesagt, passt du in deinen Umschlag? Ja, du passt in deinen Umschlag. Bist du schwer? Das geht. Bist du wertvoll? Ja, okay, Fragezeichen. So, und so bin ich durch die Welt gelaufen und habe gesagt, okay, welche Waren kann ich denn verkaufen? Welche Waren machen auch auf welchem Sinn, auf welchem Weg Sinn, dass ich sie auch dann versende? Innerhalb Deutschlands und auch international. Daraus ist ja nachher auch Parcel One entstanden, weil mich das so gewurmt hat, dass es nicht für alle Sachen immer eine feine Lösung gibt, und dass das nachher auch so komplex ist, dass man es nicht verstehen kann. Und da müsst ihr euch wirklich auseinandersetzen. Mit eurer Vielfalt, die ihr aktuell im Bestand habt, oder wo ihr meint, dass das nachher richtig Sinn macht, online zu verkaufen. Und wir haben mittlerweile alle möglichen Arten von Kunden, also wirklich jegliche Warengruppen, logischerweise die in ein Paket passen, die wir verbringen. Und daran merkt man, es ist total abgefahren, wenn Kunden anfangen, sich zu spezialisieren und merken nachher, was wie gut funktioniert. Gehen wir mal kurz auf diesen Prozess mit der Logistik. Ne, also ob jetzt ein Fahrradreifen in Rot, Grün, Blau verkauft werden soll, sorry, das ist nicht mein Ding. Das müsst ihr herausfinden. Oder wenn ihr nachher meint, kann ich T-Shirts dort und dort verkaufen oder irgendwelche anderen Waren, das weiß ich nicht. Wir können euch auch gerne dann ein Feedback geben, dafür ist ja auch unser Sales-Team da, dass wir euch sagen können, okay, da haben wir schon Erfahrungswerte, weil wir Kunden haben. Aber ich gehe mit euch mal kurz die logischen Schritte durch. Kategorisieren. Und vielleicht, wenn ihr jetzt auf die Gewichte schaut, dann seht ihr da quasi 200 Gramm, 500 Gramm, 1 Kilo, 2 und 30 Kilo. Warum komme ich auf diese Gewichte? Nun, 200 Gramm, weil das ist bei uns aktuell die kleinste Stufe, die man einkaufen kann. Und 500 Gramm, weil das ist ein Großbrief. Ein Großbrief, 500 Gramm. Ein Maxibrief, 1 Kilo. Internationale Post, 2 Kilo. Das ist der Briefbereich. Bis 2 Kilo, da hört er auf. Drüber geht es nicht. Paketbereich fängt logischerweise bei Null an. Finden wir aber manchmal auch einfach too much, weil es keinen Sinn macht, immer alles per Paket zu verschicken. Es geht auch günstiger, insbesondere wenn es nachher auch international geht. Und logischerweise habe ich da jetzt 30 Kilo stehen. Warum sage ich logischerweise? Weil ich nicht die deutsche Brille aufhabe. Als deutscher Versender ist man das gewohnt, dass ein Paket 31,5 Kilo wiegen kann. International sieht das anders aus. Logischerweise, wenn ich jetzt beim Thema Gewicht bin, Logistik geht noch viel weiter. Ich könnte jetzt noch machen eine Palette, einen Container, einen Jumbojet und die ganzen Seekontainer, Schiffe. So. Logischerweise, wir bewegen uns im E-Commerce. Was heißt E-Commerce? E-Commerce ist, und das finde ich auch sehr interessant, ist im Regel eigentlich nur unter 2 Kilo. Das ist eigentlich der Schnitt. Und im Warenwert ist das ungefähr, ich sage jetzt mal, knapp 45% sind so bei 50 Euro und dann sind wir bei 80 Euro, 80% insgesamt unter 100 Euro. Das ist so im Endeffekt ein bisschen das E-Commerce-Thema. Kommt eine Thematik mit Sperrgut. Das ist direkt mein nächster Punkt, lieber Fragesteller. Größe. Wir haben uns ja auch in diesem Webinar ein bisschen, auch diese Woche ein bisschen eingeschossen auf kleinere Sendungen. Für dich als Thema Sperrgut komme ich gleich bei den 1,20, 60, 60. Okay, Größen. Und da gehe ich einfach, warum schreibe ich Größe 2 Zentimeter? Was meint der Micha? Er meint die Höhe. Ne? Briefbereich 2 Zentimeter. Neue Höhe sind 3 Zentimeter. Die ist eigentlich gar nicht so bekannt in Deutschland, aber international gibt es auch eine 3 Zentimeter Höhe. Und dann kommt wieder diese 5 Zentimeter Höhe, die in Deutschland bekannt ist. Und auch dann, ich sage jetzt mal als Beispiel, 15 Zentimeter Höhe, die auch noch per Brief verbracht werden kann weltweit. Und dann haben wir diese 60, 60, 1,20. Ist das sozusagen das Maximum? Ist das sinnvoll? Ja, aus deutscher Sicht schon, wenn man DHL-Kunde ist. Als DPD-Kunde gibt es ja schon mittlerweile einen kleinen Knick dazwischen, also eine kleine Einkerbung. Warum? Viele Kunden zahlen jetzt, wenn eine Sendung über 200 Liter geht, zahlen sie schon einen Zuschlag. Und diese 1,20 mal 60 mal 60 sind 432 Liter. Also Literzahlen. Ja, das ist eine sehr, sehr relevante Thematik, die Größe einer Sendung, weil ganz klassisches Wording von mir ist, wenn ich mit einem Kunden spreche oder einem Interessenten spreche, von diesen Sendungen, wie viele passen eigentlich in dein Auto rein? Sag doch mal.
Und zwar von den kleinen und von den großen. Und dann merkt der Kunde auf einmal schon, oh, der Versender, ja, das passt ja bei mir gar nicht. Und das ist ja, ist schon doof. Also dann verstehe ich auch, dass es mehr Geld kostet. Und ich verstehe auch, dass Dienstleister, wo wir auch logischerweise einkaufen, für Größen und auch für Gewichte etwas mehr Geld nehmen. Weil mittlerweile im E-Commerce-Bereich ist das Gewicht nicht mehr das Problem, sondern die Größe ist das Problem. Ja, Thematik Sperrgut, lieber Fragesteller. Wir machen maximal 50 mal 50 mal 100. Oder andersrum gesprochen, 100 mal 50 mal 50, so wäre es korrekt. Unser Maximalmaß. Warum? Wenn ich schon in die Schweiz verschicken möchte, geht nur maximal 100 Zentimeter. Österreich genau das Gleiche. Und viele Länder haben ganz, ganz andere, kleinere Formate. Wir sind ein bisschen verwöhnt im Sperrgutbereich oder generell im Sendungsbereich in Deutschland, weil beispielsweise in England ist das Normalpaket ungefähr 45 mal 50 mal 60 in diesem Format. Ne? Also kleiner als die Hälfte wie bei DHL. So. Aber das ist bei denen Standard. Das ist einfach eine andere Weltansicht. Dürfen sie haben. Und das sieht in anderen Ländern auch genauso aus. Und wenn ihr international verschickt, werdet ihr merken, dass auch in DHL nicht weltweit diese 1,20 x 60 x 60 kann und auch nicht immer 31,5 Kilo, sondern teilweise kleinere Gewichte und auch kleinere Größen. Aber das wäre jetzt die Kategorisierung. In welcher Gewichtslage liegt mein Produkt? In welcher Größenlage ist mein Produkt überhaupt? Was kommt es noch dazu? Was wäre noch vielleicht ein wichtiger Faktor? Der Wert. Warum ist der Wert eigentlich so wichtig? Nun, wir kennen das ja, wenn wir ein Kabel bestellen. Ein Kabel kommt aus China nicht mit UPS Express und auch nicht mit dem Heli, sondern mit irgendeiner Plastiktüte, kleinst verpackt, leicht, so leicht wie möglich verpackt und es kommt hier an. So, da kommen die Handyhöhlen, die Kabel und was ich nicht alles. Und das nutzen wir für meine Begriffe eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Der Asiate nutzt es massenhaft, wirklich massenhaft. Nicht vergessen, dass im Briefbereich weltweit 60% aller Briefe kommen aus Asien mit Ware drin. 60%. So. Wie ist denn bei dir der Anteil eigentlich? Verschickst du viel mit Brief? Macht das überhaupt Sinn, mit Brief zu verschicken? Nun, ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, deren so ein leichter Denkanstoß sein können ist. Und zwar brauche ich eigentlich einen Nachweis? Ist das wichtig? Steht das in Relation zum Warenwert? Oder brauche ich ein Tracking? Brauche ich eine Unterschrift? Brauche ich überhaupt eine Versicherung? Ja, Micha, also als Paket habe ich 500 Euro Versicherung. Ja, ist richtig. Aber welche Warenwerte verschickst du denn eigentlich? Verschickst du was für 500 Euro? Also da würde ich einfach sagen, dass gefühlt 90% aller Sendungen total überversichert sind. Gut, der Deutsche ist gerne überversichert, aber es bringt ihm ja nichts. Ja, also wenn du einen Transportverlust hast, hast 500 Euro Versicherung, verschickst aber noch was für 30, dann hast du von dem Ganzen nichts. Und darauf gehen wir auch sehr, sehr speziell ein, dass man bei uns ist zum Beispiel jede Sendung im Paketbereich nur versichert bis 55 Euro. Und wenn ich aber mal schaue, liegt das im untersten Promillebereich bei uns, dass die Sendungen überhaupt höher versichert werden, weil sie haben ein Tracking und sie kommen an. So, und wenn sie nicht ankommen, dann muss man auch mal hochrechnen, macht eine höhere Versicherung überhaupt Sinn oder nicht? Gut. Was kommt als vierter Punkt? Was glaubt ihr? Wie kann man jetzt das noch mehr kategorisieren? Wir haben Gewicht, wir haben Größe, wir haben Wert. Was denkst du? Und das ist nämlich der Punkt. Es ist dein Punkt. Du musst wissen, wie du das noch weiter kategorisieren kannst. Du kennst deine Ware, ich kenne nicht deine Ware. Verkaufst du mir gerade ein Hemd oder verkaufst du mir ein Headset oder verkaufst du mir eine Brille? Weiß ich nicht. Oder vielleicht ein Haarpflegeprodukt? Weiß ich nicht. Also wie kannst du das noch weiter kategorisieren? Es kann durchaus sein, dass der Robert nachher sagt, ja, also meine abgefahrenen Freaks, die wollen jetzt ein spezielles Gas haben für die Schläuche, weil dann fährt das Fahrrad noch besser. Gibt es im Autobereich ja auch. Aber darf er das überhaupt verschicken? Darf er das überhaupt lagern? In welchen Mengen darf er das lagern? Das könnten weitere Punkte sein, auf die man vielleicht eingehen kann. Und ja, da musst du dir Gedanken machen. Wie kannst du das noch weiter kategorisieren, um dann auch zu sagen, wie verkaufe ich das oder kann ich das verkaufen? Oder will ich es überhaupt verkaufen? Ist die Marge überhaupt da? Kategorisiere nach Marge. Das wäre jetzt nicht logistischer Bereich.
Genau. So, nächste Frage, die reingekommen ist zum Thema Wert. Höheversicherung bieten wir auch an. Die klassische Höheversicherung geht bei uns bis 255 oder auch 555 Euro. Wird aber wirklich echter Wert. Letztens hat eine Kollegin gefragt und wir haben, glaube ich, 8.000 oder 9.000 Sendungen geprüft, die nach USA gegangen sind. Und ich glaube, 14 Stück waren höher versichert. Mehr nicht. Das sind alles Bestandskunden. Also Höheversicherung bieten wir an. Klar, kostet Geld. Machen wir. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das muss man wirklich mit dem Taschenrechner mal ausrechnen. Weil wie viele Sendungen hast du in der Vergangenheit gehabt, die wirklich flöten gegangen sind? Das musst du mal nachkalkulieren und dann eine Relation setzen. Aber das ist ein bisschen zu weit oder zu tief. Gut. Weiter geht's mit der Tour. Wenn ihr Fragen habt, ihr merkt, ich gehe direkt drauf ein, könnt ihr ruhig stellen. Ich freue mich drauf. Wir gehen jetzt mal auf JTL und Shipping und Parcel One. Also, wie geht das mit JTL überhaupt? Ne? Ich kenne JTL logischerweise schon. Wie kann man da was einstellen? Kann man da verschiedene Versandprodukte auswählen? Wie geht das? Ein Zolldokument, kommt das raus? Retourenlabel als Beileger, geht das? Für international sogar? Ja, das wollen wir jetzt mal kurz checken und auch gucken, ist es viel Arbeit für dich oder für wen? Und sagen einfach mal ganz kurz, let's have a look. Wir springen mal ganz kurz in die JTL-Welt rein. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein JTL-User jeden Tag. Also verzeiht mir, wenn ich vielleicht ein, zwei Punkte nicht ganz richtig sage. Aber der Sebastian, also unser Basti, der supportet euch sehr, sehr gerne in diesem Bereich. Der hat als Logistiker haben wir JTL bei uns installiert, um zu wissen, welche Probleme ihr habt. Um zu wissen, wo ist denn der Button jetzt? Wie kann man dann da helfen? Und wir helfen euch auch bei der Installation, obwohl diese wirklich super einfach ist. Wir springen rein. Papillchen, wir springen tiefer rein. So, da sind wir. Also, wenn ihr logischerweise mit der Wabi arbeitet und nicht mit der WMS, dann was macht ihr? Ihr tut einen Versandauftrag exportieren. Und wenn ihr den exportiert, was geschieht dann? Dann kommt entweder ein PDF raus oder ihr habt einen Drucker installiert. Logischerweise hat man Drucker installiert, haben wir hier aber in diesem Falle nicht. Also würde das PDF rauskommen und es kommt ein Label raus. Tada, wer hätte das gedacht? So sieht unser Parcel One Label aus. Ihr könnt das, wie ist es aufgebaut? Unser Logo, unser Barcode, Tracking-Nummer. Ihr könnt Referenzen hinterlegen, die dann auch zu sehen sind. Ihr seht quasi den Versender. Das sind wir jetzt quasi selbst. Und der Herr Müller hat nicht den Robert genommen. Das hat er nämlich noch nicht gewusst. Sonst hätte er gern auch den Absender als Robert genommen. Aber der Basti hat dann quasi mit seinem Namen rumgespielt und unsere Adresse und hat jetzt mal eine Sendung nach Deutschland gemacht. Eine Sendung aus Deutschland als Parcel Eco, die dann quasi einfach rauskommt. Und das ist das Abgefahrene. Wir haben jetzt zwar jetzt einen Empfänger Deutschland, aber was auch geht, ist, dass ein Retouren Label rauskommt. Und zwar ein Retourenlabel vom echten Last Mile Carrier. In diesem Falle könnt ihr sehen, oben rechts, das ist das Logo der Post AT. Das könnt ihr bei uns auch machen mit Colissimo, also der echten Colissimo. Das könnt ihr machen mit der echten B-Post, mit der echten Post NL, mit dem echten Hermes UK, also Hermes UK, nicht Deutschland Hermes, mit Post Nord, in Italien mit UPS Italien. Und in Spanien mit Celeritas. Kennt keiner, nutzt aber zu Plus und Zalando seit Jahren. Ist gut, läuft, funktioniert. Und das könnt ihr quasi jetzt zu einem Ausgangslabel auch als Retourenbeileger machen. Das ist kein Problem. Ich sehe gerade noch eine Frage. Ist es möglich, das eigene Logo anstelle des Parcel One Logos einzustellen? Nee, ich bin selbst verliebt. Das geht leider nicht. Das haben wir gar nicht programmiert. Vielleicht geht das, dass man das auf die Freifläche macht. Ich habe aber keine Ahnung, ob man das eigene Logo mit reinnehmen kann. Muss ich dazu sagen. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal nach hinten schieben. Björn, tu das mal bitte mal als die zur Nachkontrolle, zum Faktencheck, wie der Plastberg sagen würde. Das gehen wir nochmal an. Wenn wir die Kontaktdaten noch dazu haben dürften, im Nachgang würden wir das auch noch beantworten. Machen wir gerne. Gut. Retourenpaket. So sieht das Label aus. Was macht der Kunde? Der Kunde packt aus. Ware war gut, nicht gut. Nimmt das Retourenlabel, klatscht es drauf. Geht nach, geht nicht nach Österreich. Der ist ja in Österreich. Geht zum Postamt, gibt es ab,
Von diesem Postamt geht es an unser Paketfach in Salzburg. Von Salzburg in diesem Paketfach werden alle Sendungen genommen, auf eine Palette gepackt und jeden Tag zu uns nach Butzbach gebracht, in unser Hub. Und von dort aus verteilen wir die Retouren zu allen Versendern. Ne? Da kommt eine Palette aus Österreich, eine aus Frankreich, vielleicht auch ein Sprinter voll aus Benelux, aus Skandinavien kommt auch was. Und das wird dann quasi bei uns aufgebröselt, zusammengetan und an euch retour geschickt. Das ist auch eine wichtige Sache. Ein CN23, das sieht jetzt nicht so aus vielleicht wie beim DHL, ist aber auch irrelevant, weil alle Daten drauf sind. Und wir haben das auch ein bisschen reduziert, wie ihr sehen könnt, dass wir auch auf ein DIN A4 Zettel kommen und damit ein bisschen Papier zu sparen. Und auch hier können wir alle Daten von euch digital erhalten. Das CN23 kommt raus. Wir erhalten alle Daten digital und können sie dann auch weitergeben an die jeweiligen Dienstleister, die wir nutzen für international. Es kommt eine Frage rein, übernimmt Parcel One die Verzollung von Waren in die USA? Ja, lieber Freund, da sage ich dir eins, in welcher Warenwerthöhe hast du denn was? Vielleicht kannst du das als nächste Frage reinstellen, weil ich gehe nachher noch drauf ein. Gut, also, was haben wir gerade gehabt? Das Outbound-Label, das Retouren-Label, vielleicht auch ein Zolldokument kommt raus. Und sobald das alles rauskommt, hast du auch hier die Daten im Tracking drin. Und ne, sobald das Label draußen ist, sind die Daten im Tracking drin. Vor dem Tagesabschluss, das gibt es nämlich gar nicht bei uns, den braucht man gar nicht, da sind die ganzen Daten schon drin. Ich springe noch mal ganz kurz ein bisschen rein in die Thematik der Einrichtung. Ich sehe gerade, es kommt noch eine Frage rein wegen Verzollung USA. Mache ich im Nachgang, weil es vier Zeilen zum Lesen sind. Das wäre, glaube ich, für den Rest zu viel. Man wählt Parcel One aus, man hat die Versandschnittstelle Parcel One, man gibt seinen Benutzernamen ein, du bekommst ein Passwort und schon kannst du loslegen und das alles konfigurieren. Was noch eine wichtige Sache ist, ihr seht quasi hier eBay Carrier Code, da sind wir schon als Parcel One selber hinterlegt, das funktioniert. Amazon Carrier Code haben wir noch keinen eigenen, wir arbeiten gerade dran. Man kann aber die Last Mile Carrier Sendungsnummern hinterlegen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist mich ein bisschen sehr technisch, können wir aber gerne im Nachgang auch noch besprechen. Wie sieht das denn als zum Beispiel aus bei einem Produkt? Wir sehen jetzt hier Produkt Eco, das ist unser Parcel Eco. Wir können jetzt hier, es wurde auch angeklickt, eine Beilegeretour auswählen. Und dann wird, wie wir das unten hatten, kommt ein Parcel One Label raus, es kommt eine Beilegeretour raus und das ist dann quasi euer Setup, was ihr dann einstellt. Wir könnten aber auch hier solche Sachen anklicken, wie zum Beispiel Sendungsvernichtung. Sendungsvernichtung, warum? Wir haben einige Kunden, die zum Beispiel Fotobücher oder auch gewisse Dokumente erstellen, wo das neue Erstellen einfach sinniger ist, wie der ganze Rücktransport. Und dann vernichten wir die schon im Zielland teilweise oder teilweise erst bei uns. Und das ist dann der günstigste Weg sozusagen für diesen Rücktransport. Briefbereich, das ist ja auch, was wir auch hier für den Roboter ein bisschen auf dem Schirm haben, haben wir in dem Briefbereich die Möglichkeit, einen Großbrief, eine Warensendung zu machen oder auch einen Ländernachweis. Und was auch mittlerweile echt sehr, sehr heftig gebucht wird, ist ein Hub-Nachweis. Ich glaube, ich gehe nachher noch drauf ein auf den Hub-Nachweis, aber ich kann es nur kurz erläutern. Das ist im Endeffekt die Bestätigung, dass wir als fremder Dritte die Sendung in den Briefkasten gesteckt haben. So ganz runtergebrochen. Ne? Weil du machst ein Label, tust auf eine Sendung, wir verarbeiten die Sendung, also wir als fremder Dritter können wir bestätigen, hey, das ist bewegt worden durch uns, du hast also alles richtig gemacht und du hast ein Tracking Light, um das mal sozusagen, wie ihr das gerade auch schon gesehen habt oder den Ansatz davon gesehen habt. Gut, nächster Punkt, das nur als leichte Erwähnung, vielleicht macht ihr Fashion, vielleicht verkauft ihr auf Zalando. Wir haben auch das komplette Zalando-Setup. Das heißt, ihr könnt in Westeuropa alle Required Last Mile Carriers von Zalando ansteuern durch uns. Da haben wir ein spezielles Setup, das nur für diesen Marktplatz ist und auch quasi dann, ja, wo wir schon zahlreiche Kunden haben, die wirklich von Schmuck über Textil, über Handtaschen, über Kosmetika machen die alles und nutzen dieses spezielle Setup.
Tracking, da habe ich nochmal einen Punkt und das ist so ein leichter Teaser, weil ich nachher noch einen Punkt zum Thema Ausland habe. Und ihr seht quasi jetzt eine Adresse nach Japan. Und ich sage mal ganz bewusst, das ist mein Paradebeispiel. Das geht niemals nochmal so schnell. Das war einfach anormal. Aber ich zeige es euch sehr gerne, weil ihr dann sehen könnt, wie unser Tracking eigentlich aussieht, wenn es mal ganz woanders hingeht. Ihr seht, das Label wurde in Worms erstellt bei einem Versender und es wurde bei uns verarbeitet und man hat sofort einen Tracking-Link zur Japan Post. Und das ist immens wichtig, weil der Japaner, der kann kein Deutsch. Englisch vielleicht. Schickst du dem einen Tracking-Link von einem europäischen Dienstleister, der verlinkt leider nicht zur japanischen Post. Und schon hast du Fragen. Und wenn der Japaner hier das einkauft in Europa und sieht Japan Post, der ist direkt ein Wohlgefühl da, dass es auch ankommen wird. Und das Abgefahrene, wie ihr sehen könnt, am 2., 4. beim Kunden raus, am 5., die 2., 4., am 4., 2., das ist ja eine andere Schreibweise, also am 4. Februar ist es am Kunden raus, am 5. Februar ist es bei uns gewesen, am 9. Februar war es in Japan. Check, check. Das war abgefahren und auch über Belgien raus verfrachtet. Also sehr, sehr abgefahren, was da geht. Eine Zwischenfrage, die reingekommen ist, gilt ein Hub-Nachweis auch als Zustellnachweis an den Kunden? Logischerweise nicht, weil ein Zustellnachweis ist kein Hub-Nachweis. Die Wörter sind schon unterschiedlich, weil ein Zustellnachweis heißt, ich habe es zugestellt. Ein Hub-Nachweis ist, wir haben es verarbeitet. Damit hast du eigentlich deinen rechtlichen Regularien, hast du alles richtig gemacht, weil du einen Nachweis erbracht hast, dass ein fremder Dritter es sozusagen befördert hat. Nächste Frage ist Regellaufzeit von Österreich nach Deutschland. Das ist die Frage, wie du einspeist. Also andersrum könnte ich dir sagen, ab unserem Hub sind das 2,1 Tage von Verarbeitung bei uns bis Zustellung. Wenn man den Tag noch dazu zählt, der inbound notwendig ist zu uns, dann reden wir dann nochmal von einem Tag logischerweise, unter einem Tag, dann sind wir bei 3 Tagen. Und von Österreich nach Deutschland ist die Frage, wie das zu unserem Exit Point bringst. Wie gesagt, Exit Point zu uns ist es im täglichen Verkehr. Wir haben auch eine Kundin, die das schon macht oder ein oder zwei Kunden schon. Der Rest tut es noch so direkt einspeisen, aber auch das geht. Fragen, tiefere Fragen dazu, gerne später. Alright, das war so ein bisschen so der Blick in die JTL-Welt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gemeistert und dass Markus mir nachher nicht den Kopf abreißt. Aber wir springen auch mal ganz kurz mal zu Parcel One. Wie entspannt ist das? Fragezeichen. Oder irgendwann vielleicht auch mal als Aussage, wie entspannt ist das denn? Gerade Briefbereich, also warum habe ich überhaupt Postschalter hier stehen? Kann ich auch mal kurz drauf kommen. Weil im klassischen Sinne machen wir nur raus aus Deutschland. Das war's. Oder rein nach Deutschland oder über Deutschland raus. Und dann haben Kunden bei uns in der Preisliste gesehen, ja, Micha, du hast doch hier irgendwie die Preise für Deutschland drin. Warum hast du das denn eigentlich drin? Ja, weil wir das für Kunden aus Österreich zum Beispiel anbieten. Ne? Kunde aus Österreich will nach Deutschland, dann will er auch in Deutschland mit Brief zustellen. Genauso wie du aus Deutschland nach Österreich mit Brief zustellen möchtest. Geht ja auch. Okay. Und mittlerweile nutzen das viele deutsche Versender und sagen sich, ich erspare mir quasi den Weg zum Postamt. Ich habe weniger Belege und die Preise passen auch noch. Und ich habe das auch noch kombiniert mit meinen Auslandsversendungen. Wie abgefahren ist das denn? Gut. Und ganz wichtig, Parcel One. Ab One geht's los. Was heißt das? Es geht ab einer Sendung für dich los. Und da gehen wir kurz ein bisschen drauf ein. So eine kleine Mini-Übersicht. Das soll jetzt auch kein Versus sein, also quasi, wir sind gut, der Rest ist schlecht. Never ever. Wir sind ein Teil des Ganzen und wir helfen oder wir versuchen einfach Lösungen zu schaffen, die euch vielleicht das Leben erleichtern, aber insbesondere, wo auch der Empfänger nachher happy ist, insbesondere im internationalen Bereich. Gut, ich habe reingeschrieben, Postschalter adieu. Das sind einfach die Argumente, die wir bekommen. Das sind nicht Argumente, die ich mir ausdenke. Das sind Argumente, die unsere Kunden uns gesagt haben. Weißt du was? Abgefahren. Ich muss nicht mehr zum Postschalter. Ich muss nicht mehr anstehen. Ich brauche nicht jeden Tag eine Quittung, die ich noch einscannen muss, weil es nämlich Thermo ist. Und dann irgendwann sonst sagt der Steuerberater, was ist das denn hier? Ich kann jetzt einfach alles in eine Kiste reinschmeißen. Ich schicke das raus. Ich schicke auch meine internationalen Sendungen noch mit raus. Bin happy. Hab dreimal im Monat eine Rechnung. Und fertig ist das.
Und da sind wir schon bei dem Punkt, einfach einsenden. Das ist die Frage, die auch gerade gestellt wurde. Wie geht das denn eigentlich mit Abholen von Paketen? Ganz ehrlich, mit Parcel One standen wir vor der Frage, sollen wir jetzt ungefähr 12.000 Sprinter leasen, 15.000 Abholfahrer einstellen oder nutzen wir einfach das bestehende Netzwerk? Und wir haben uns gesagt, nein, wir nutzen das bestehende Netzwerk. Weil, um deine Sendungen abzuholen, macht es keinen Sinn, einen Fahrer zu schicken. Also, stopp, wir machen das. Auch mit Abholungen. Das sind aber dann schon mehrere hundert Sendungen regelmäßig pro Tag, wo das auch wirklich Sinn macht und vor allem auch ökologisch Sinn macht. Denn unsere Sendungen gehen, will ich es nacherklären, ich erkläre es jetzt. Unsere Sendungen gehen quasi overnight zu uns. Das heißt, du nimmst einen Dienstleister deiner Wahl, nimmst eine große Schachtel vom Wareneingang, die eh sonst weggeschmissen werden würde, schmeißt deine fertigen Sendungen da rein, machst die Kiste zu, machst ein Dienstleister deiner Wahl obendrauf, sei es ein DPD, ein DHL, Hermes, UPS, whatever. Ich hoffe, ich habe keinen ausgelassen. Und schickst damit overnight zu uns. So, ja, und da kommt jetzt so der Punkt. Für die Sendung innerhalb Deutschlands hast du dann ungefähr einen Laufzeitverlust von ungefähr 16 bis 18 Stunden. Das ist der Nachteil. Den kennt, das merkt der Österreicher nicht. Das merkt auch nicht der, der aus Spanien mit uns in Deutschland zustellt. Das merken die alle nicht, weil für die ist es noch ein Ersparnis an Laufzeit. Aber wenn es um Sendungen geht, von dir, lieber Versender in Deutschland, nach Deutschland, sorry, wir können nicht zaubern, da haben wir einen leichten Laufzeitverlust. Aber für dich, deutscher Versender, wenn es von dir aus nach Österreich geht, haben wir keinen Laufzeitverlust, weil sämtliche Sendungen, die international gehen, gehen nicht von dir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, JTL ist in Hürth, um das mal als Beispiel zu nehmen. Wo ist es eigentlich der Robert? In welchem Ort? Also, das ist doch. Robert sitzt in. Also, Black Bight Forest. Ich nehme an, der sitzt irgendwo im Süden, also bei Stuttgart. Also, wenn er in Stuttgart sitzt, als Beispiel in der Ecke, dann gehen die Sendungen von, nicht von Stuttgart direkt nach Österreich, sondern die gehen von Stuttgart, werden sie abgeholt, gehen in das Paketzentrum in Stuttgart, gehen overnight nach Regensburg oder Fürth, je nachdem, was das Ausgangsgrad für Österreich ist, und gehen dann am nächsten Tag nach Österreich. Und das gleiche auch bei uns. Sie gehen overnight innerhalb des Landes zu uns und wir verteilen auf die jeweiligen Dienstleister und Länder. Nächste Frage ist, wie funktioniert die Einlieferung der Pakete von uns zu Parcel One im Detail, habe ich nachher noch ein Schaubild, wollte ich schon fast gerade auch gerade einhaken. Und wie groß darf der Umkarton sein für die Sammelsendung? Der Umkarton darf so groß sein, wie das dein Dienstleister kann. Also wir haben Kunden, die speisen selber mit Fahrzeug an, wir haben Kunden, die speisen mit Palette ein, wir haben Kunden, die speisen mit großen Kartonagen ein, wir haben Kunden, die bringen uns das auch, die schicken uns ein kleines Paket, ein kleines Paket, so ein großes, also wirklich nicht groß. Und da ist dann eine Sendung für USA drin. Warum? Weil sie in der Sendung für USA 10 Euro sparen. Und dann macht das einfach Sinn. Also, wie das kommt, ist uns vollkommen egal. Alles, was auf die Rampe, was an der Rampe abgeliefert wird, verarbeiten wir. Das ist kein Problem. Ich gehe noch kurz darauf ein, bevor wir ein bisschen in den Fragen versinken. Normalerweise, ihr kennt das, ihr redet mit dem Dienstleister und dann sagt der Dienstleister, ja, was hast du für eine Versandmenge? Hast du da 5.000, 50.000, 500.000, was hast du da? So, und dann sagst du, ja, ich habe aber jetzt nur so und so viel. Oder du willst mit einem zweiten Dienstleister anfangen, dann musst du beim ersten Dienstleister was ein bisschen runternehmen, um dem auch was zu geben, damit er auch zufrieden ist, damit du auch gute Preise bekommst. Und bei uns ist es leider nicht so. Das heißt leider, es ist gut so. Ihr habt einen Vertrag mit uns. Wir haben 45 Verträge im Hintergrund laufen. Es geht ab einer Sendung und die Preise gelten auch ab der ersten Sendung. Vollkommen egal, weil ich das einfach fair finde. Und es kaufmännisch auch noch darstellbar ist. Eine ganz wichtige Sache. Ne, wir haben ja gesagt, wir helfen quasi dem Robert jetzt online zu gehen. Er muss auch kaufmännisch nachdenken. Also müsst ihr das ja logischerweise auch und wir auch. Gut, dann noch ein wichtiger Punkt, die Optionen für die internationalen Dienstleister. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel mit einem, ich sage jetzt mal, DHL nach Frankreich verschickt, dann könnt ihr keinen Paketshop ansteuern. Wenn ihr von Deutschland nach Belgien verschickt, da könnt ihr keinen Paketshop von der B-Post ansteuern. Und der Endkunde in Belgien will es mittlerweile auch lieber einen Paketshop haben oder als Option haben. Das könnt ihr alles nicht machen. Und bei uns durch diese ganz krassen Vielfalt, die wir hinten dran haben, hier stehen 380.000 Kombinationen. Das ist kein Spaß.
Das ist harte Arbeit. Das ist wirkliches heftiges Routing dahinter. Und zwar nachher auch, wie wir es vorhin schon hatten, nach Gewicht, nach Größe, nach Leistung, die dahinter stehen soll. Und deshalb kommen diese ganzen Kombinationen, die wir dann auch differenziert einkaufen. So, da schreibt gerade einer: Hallo, habe ich das richtig verstanden, dass Sendungen innerhalb Deutschlands nicht möglich sind mit Parcel One beziehungsweise keinen Sinn machen? Du, das ist die Frage. Wir gehen jetzt mal aufs Kaufmännische ein. Hier seht ihr quasi mal im Endeffekt, wie unsere Preisliste aussieht. Also, ich hatte nicht nur drei Länder, das ist auch nachher eine richtige schöne Excel. Ihr könnt die ganzen Länder auswählen, die Produkte auswählen. Und dann musst du das entscheiden, ob das für dich Sinn macht. Wir haben einen Kunden, der macht mit uns jeden Tag ungefähr 250 Briefsendungen im Großbrief- und Warensendungsbereich. 250, weil er sich aber sagt, ich tue mir den Stress nicht an. Diese 250 Sendungen passen in zwei Kisten. Diese zwei Kisten kosten mich, Einspeisung zu Parcel One, jeweils 4 Euro. Also für 8 Euro habe ich das weg. Und ich spare auch noch. Ihr seht ja quasi, ein Grußbrief würde normalerweise am Schalter oder bei der Post 1,55 Euro kosten. Bei uns kostet er 1,45 Euro. Warum? Wir nutzen die Konsolidierungsschiene der Deutschen Post. Die könnt ihr einzeln nicht nutzen, aber wir können sie für euch nutzen, indem wir eure Sendungsmengen zusammensammeln. Und daher kommen dann ein bisschen bessere Preise zustande. Ja, genau. Die Frage hat mich verwirrt. Geht aber nicht, gehe ich nachher drauf ein. Okay, das wäre der deutsche Bereich. Und seht auch jetzt quasi, es geht auch ein Paket für 3,30 Euro, 3,35 Euro. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen: Ey, was ist das denn für ein schlechter Preis? Ey, dann zahle ich ja mal mindestens 20 Cent weniger, weil ich habe ja so und so viele Sendungen. Das ist für dich richtig als deutscher Versender. Aber für den JTL-User aus Österreich, der wird sich einen Ast lachen, wenn er quasi ab unserem Standort für ein Kilo 3,40 Euro zahlen würde. So, das ermöglichen wir. Das ist das Wichtige. Können wir Waren in Belgien nach Deutschland abholen lassen? Ja, können wir. So, Frage der Sendungsmenge. Wenn es kleine Sendungsmengen sind, dann nicht. Aber darauf gehen wir sehr, sehr gerne individuell ein. Ich habe jetzt noch zwei Beispiele mitgebracht, und zwar einmal Österreich und USA. Warum Österreich? Weil Österreich aber das Nachbarland ist, was einfach, ich sage es mal, als Default-Land schon quasi gilt. Wenn du kein Österreich machst, dann hast du irgendwas total vergessen. Und da könnt ihr auch sehen, ich glaube, das zoomt sich, glaube ich, nochmal rein. Ja, ein bisschen, okay. Da könnt ihr quasi sehen, was kostet ein 1 Kilo-Paket nach Österreich? 4,95 € stehen da. Und das gilt ab der ersten Sendung. Nicht vergessen, ab der ersten Sendung. Nicht erst, aber wenn du 1000 Stück hast, keine Ahnung, Jahr, Monat, Tag oder was auch immer. Nein, ab der ersten Sendung. Und ihr seht auch quasi das Produkt Reparcel. Das ist quasi die letzten beiden Zeilen. Dort könnt ihr sehen, dass dies 7 Euro kostet. Also eine Retoure von Österreich nach Österreich und von Österreich nach Deutschland zu unserem Hub. Dieser Bereich kostet 7 Euro. Und dann übersenden wir euch die gesammelten Retouren, alle, die ihr habt, auch die Rückläufer, für einen Geldlauf von 5 Euro dann an euch zurück. Das machen wir dann im wöchentlichen oder auch zweiwöchentlichen oder einmal im Monat. In diesem Rhythmus machen wir das. Wir reden aber auch jetzt mal kurz über den Punkt Thematik USA. Warum reden wir auch mal über die USA? Weil es gibt da aktuell Zuschläge, das wisst ihr ja. So, und aktuell geht Brief nicht. So, die Briefschienen momentan generell aus Europa nach USA sind alle hackedicht. Da geht gerade nichts. Von daher haben wir es momentan auch nicht möglich. Was wir aber möglich haben, und das ist unser generelles Grundsetup, das ist, dass ein Paket schon einfach sehr, sehr erschwinglich ist. Weil ihr könnt sehen, dass im normalen Bereich ein 1 Kilo-Paket nach USA 11 Euro kosten würde. Gut, aktuell haben wir einen Zuschlag von 5,55 €. Sorry, Corona habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist leider so. Aber damit könnt ihr wirklich erschwinglich in andere Länder verschicken. Das ist wirklich immens wichtig. Alright. So, genug von Vermarktung, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp, auch von den USA. Ich habe nochmal reingezoomt, weil wir noch ein Produkt haben. Macht jemand von euch FBA USA? Wenn ihr FBA USA macht, dann seht ihr quasi unten das letzte Produkt von uns, Selected Bulk Recipients. Dort können wir einen 20-Kilo-Paket, wenn du mindestens 6 Stück davon hast, jeweils zu 60 Euro anbieten. Also USA 20 Kilo, 60 Euro. Das ist sehr, sehr abgefahren, und wird auch sehr heftig genutzt mittlerweile. Wirklich sehr. Das Witzigste ist, jemand verschickt mit uns jeden Monat knapp 500 Sendungen nach USA mit Schaumstoff drin.
ans Amazon FBA, weil er verkauft Schaumstoff auf Amazon USA. Also wenn du meinst, das geht nicht oder das hast du nichts Verrücktes gehört, wir haben die witzigsten Geschichten. Gut, wir gehen einen Schritt weiter. Wie geht das denn eigentlich? Weil die Frage hattet ihr ja schon sehr, sehr oft. Wie geht das denn? Okay, ganz einfach. Alle Sendungen bekommen auf Punkt 1 unser Etikett drauf. Punkt 2, alle Sachen kommen in eine große Kiste, Palette oder in deinen Kofferraum oder in einen Sprinter oder was auch immer, werden uns übersandt. Und dann kommt quasi das Knopf-off sozusagen. Wir klassifizieren jede einzelne Sendung. Wir prüfen, wie groß ist sie, wie schwer ist sie, was wolltest du als Versender eigentlich was mit der Sendung passiert, welche Qualitätsstufe wolltest du, und dann wird jede einzelne Sendung mit dem entsprechenden Vertrag versehen und weiterverbracht und in das jeweilige Zielland gebracht. Und ganz wichtig ist, der Endkunde muss happy sein. Das ist immens, immens, immens wichtig. Ich habe noch eine Frage. Hier stehen, gibt es von euch für die Pakete noch eine Umverpackung oder werden die Sendungen 1:1 von uns verpackt, versendet? 1:1. Also, das hat sich vielleicht auch ein bisschen auch erklärt durch die Folie, die ich jetzt gezeigt hatte. Ihr macht eure Sachen versandfertig und schmeißt sie versandfertig in eine Kiste, Palette, was auch immer. Wir verarbeiten das dann. Genau. Vielen Dank auch hier mal zwischendurch für eure heftigen und guten Fragen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen wir einen Schritt weiter. Doping. Doping ist so eine Sache, darf man sich nicht erwischen lassen. Aber ich habe hier ein paar Sachen mal rausgesucht, wo man sich erwischen lassen kann, weil es komplett legal ist. Und ich fange an mit Influencer. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich einfach nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber es ist abgefahren. Ich kann euch nur kurz eine Story erzählen von einem Kunden. Das ist Oceans Apart. Die haben zum Beispiel in der Schweiz knapp 150 Influencer, die sie regelmäßig bestücken. Mit Yoga-Pants, Oberteile und so weiter. Und die posten das dann. Der Oceans Apart verkauft kein Teil auf Amazon, kein Teil auf Zalando, kein Teil auf irgendeine Plattform, sondern alles nur 100% in ihrem Shop. 40.000 Sendungen nur in die Schweiz. Europaweit knapp an der Millionengrenze. Nur alles über einen eigenen Online-Shop. Und das ist Doping. Das könnt ihr nutzen. So. Und das ist auch so eine Sache, habe ich überlegt, okay, Micha, wir sind ja beim Robert. Ne? Vergiss den bitte nicht. Vergiss den Robert nicht. Es geht um Fahrrad heute. Was kann man denn beim Fahrrad machen? Und da ist just gestern hat ein Kumpel von mir, der Markus Diekmann, der ist Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer von Rose Bikes. Die haben 490 Mitarbeiter als Fahrradladen, 490 Mitarbeiter, weißt du Bescheid. Und die machen auch Influencertum, aber halt auf einem ganz anderen Level. Schaut euch das mal an. Kennt ihr den? Also zumindest den Links. Jan Josef Liefers bekommt von denen ein Fahrrad. So, das ist Marketing. Damit kann man was reißen. Das ist abgefahren. Und so hast du vielleicht eine ganz andere Reichweite, vielleicht auch eine gewisse ja, gewissen Marketingwert, nicht nur an einem Tag, sondern wenn der Jan Josef mit seinem Ding da rumgurkt, glaubt mal, dass er nochmal paar Bilder davon schießen wird, weil der hat jetzt ein Fahrrad bekommen für X Euro. Ne, weiß ich nicht, das kostet mehr wie 3 €. Also, aber er wird es sicherlich auch dann auch bekannt machen. Denkt mal über sowas nach. Vielleicht kann das euch bei eurer Etappe auch helfen. Selbst im Fahrradbereich würde das gehen. Nächsten Punkt. Wo gibt es denn noch Doping? Andere Länder. Bin ich ja vorhin schon ein bisschen darauf eingegangen. Andere Möglichkeiten, andere Margen. Und da kommt ein Punkt, den ich jetzt einfach abgefahren finde, und zwar die Corona-Überraschung. Momentan sitzen wir der David gegenüber aus dem Service. Wir teilen uns das Büro und dann kriegst du ab und zu mal so Telefonate mit und sagt ein Kunde, ja, wir wollen jetzt auch wieder anfangen, dann Frankreich zu machen und Spanien zu machen und Italien zu machen. Haben wir ja wegen Corona so ein bisschen abgestellt, weil da gab es ja Probleme. Da sagt er, hä? Ja, bist du schön doof gewesen. Weil die Jungs, die das durchgezogen haben, die wirklich gesagt haben, nee, komm, Corona ist egal, wenn es da Probleme gibt, ich stelle mich denen. Und wenn es da mehr Nachfragen gibt, ich stelle mich dem, die haben bis zu eigene Werte, eigene Auswertung bei uns, bis zu 10-mal mehr verkauft wie sonst in diese Länder. Weil die Länder waren ausverkauft, die haben nichts mehr. Oder im Endeffekt der Südländer, der geht in den Fachhandel. Ne, Robert hat einen Laden gehabt, also dann geht der Kunde in den Laden rein. So, aber Corona hat gesagt, Laden zu, online auf. So, das heißt, die ganzen Offline-Händler, die konnten ihre Waren nicht verkaufen. Und zack, haben die geguckt, online, wo gibt's das? Ach, ein anderes Land, Versandkosten passen, okay, zack, kaufe ich mir. Zack, ging die Volumina Cross-Border momentan durch die Decke. Also nicht nur Deutschland ist abgefahren gewesen, sondern auch Cross-Border. Margen hoch 2, der nächste Punkt.
Ich habe jetzt mal ein Beispiel, weil das glaubt mir sowieso immer keiner, dass international Sinn macht. Und von daher habe ich mir gedacht, komm, ich packe euch mal hier eins rein und frage euch schon mal ganz, ganz salopp: Habt ihr euch heute mal die Zähne geputzt? Ich hoffe ja, weil das geht um Zähne im weitesten Sinne. Elmex. Kannst du Japanisch? Ja, ich nicht. Ja, also, das wäre auch im Endeffekt jetzt die Tracking-Seite für uns, wenn wir was aus Japan kriegen. Willst du auch nicht haben, du willst es lesen können. Aber ist egal. Das können wir ja. Elmex, das bildet sogar auf Deutsch. Kariesschutz Professional. Und du siehst quasi 3.980 Yen kostet das Ding. Okay, gut, hast du gefunden, schön, interessant. Was kostet das bei uns? Ah, 3,99 € kostet das bei uns, beim Rossmann. Oh, interessant, gut. Was habe ich jetzt davon, Micha? Nun, das wird ein Schuh draus, wenn du weißt, wie die Währungen sind. 3,99 € ist der EK beim Rossmann. Auf Amazon wird es verkauft für 32,70 €. Warum komme ich mit diesen komischen Elmex-Gedönse? Weil du wirst sicherlich kein Elmex verkaufen. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie deine Waren in anderen Ländern funktionieren? Verkaufst du Markenware? Verkauft Robert vielleicht auch Markenware, die in Japan nirgendwo offline zu kaufen ist, sondern nur online aus dem Ausland? Glaubt mal ja, dass der dann richtig Reibach macht. Der hat Spaß dabei. Und das haben wir bei vielen Kunden, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt richtig international, weil wir gemerkt haben, die Margen sind auch woanders da und zwar richtig heftig da. Und zum Thematik, was wir noch vorhin hatten, ja, ich soll Gas geben, die Zeit drängt, ich weiß, aber vielleicht ist Markus ein bisschen gnädig. Mal schauen. Noch ein wichtiger Punkt zur Thematik Verzollung in die USA. Stell dir mal vor, du kriegst was für 22 € nach Deutschland oder nach Hause geliefert aus China. Was ist dann? Brauchst dir gar nichts vorstellen. Das kennst du. Kommt einfach durch den Zoll durch. Flup, flup. Das Netzteil ist da. Das Kabel ist da. Handyhülle ist da. Passt. In anderen Ländern sieht es aber komplett anders aus. Und zwar sieht es aus, dass du nach Japan verkaufen kannst. Zollfrei und mehrwertsteuerfrei. 75 €. Das sieht aus in Südkorea und Malaysia und Indien. Da geht es auch noch abgefahren. 90 bis 120 €. Das ist ja langsam interessant. Das ist schon mein Warenkorb, den ich normalerweise habe, respektive meine Kunden haben. Es geht noch abgefahrener. Neuseeland, Singapur, 250 €. Der Endkunde kann bei dir mehrwertsteuerfrei, zollfrei einkaufen. Geht noch weiter. USA, Australien, 650 € ungefähr aktuell. Die Währungsschwankungen sind ja logischerweise da. Klassisches Beispiel: Wir haben einen Kunden, der macht Rucksäcke. Seine Art von Rucksäcke obliegt einem Zoll von 38% nach USA. Über den Versandweg, zack, fallen für beide Seiten keine Zölle an. Nicht für den Empfänger und nicht für den Versender. Das ist eine sehr, sehr abgefahrene Sache, über die wir euch sehr gerne aufklären. Es gibt noch ein paar andere Länder. Ich habe jetzt einfach nur ein paar rausgezogen, weil ich sag mal so Timbuktu oder sowas juckt euch ja auch nicht. Alright. Ich spute mich. Tourwagen. Warum habe ich gesagt Tourwagen? Weil we support you. Wir bleiben nicht stehen, wir bleiben in Bewegung und es entwickelt sich auch immer weiter die ganze Parcel One-Welt. Und nicht zu vergessen, we support you sagen jetzt nicht nur wir als Dienstleister. Das sagt auch JTL. JTL entwickelt sich auch weiter für euch. Auch ganz wichtig. Und wir sind auch dankbar, dass wir jetzt ein paar Erweiterungen bekommen haben und die ihr auch nutzen könnt. Den Briefbereich, Retourenbereich, könnt ihr das alles neu nutzen. Und ich habe jetzt nur zwei Pünktchen hier für euch, die einen leichten Ausblick geben. Ein DDP, sagt euch das schon was? Das ist etwas, was es in Kürze geben wird, dass ihr quasi verzollt und versteuert in die Schweiz liefern könnt. Eine ganz wichtige Sache. Weil der Schweizer Markt ist wirklich ein Margenmarkt. Zum Beispiel ein Interessent von uns, mit dem ich hier schon sehr häufig, also heftig ausgetauscht habe, war, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, ist ja wurscht. Das war also der Mitbewerber von Depot. Also fällt der Name jetzt echt nicht ein. Macht nicht, Jungs. Wir sind live, ist halt so. Genau. Und die verkaufen ihre Dekorationsartikel zum doppelten Preis in der Schweiz. Deutscher Preis mal 2 gleich Schweizer Preis. Vielleicht geht es bei euren Sachen genauso. Probiert es aus. Es geht. Und da hilft euch das, weil dann der Endkunde die Ware so erhalten kann, als würde er sie aus der Schweiz erhalten. Und er müsste keine Zölle zahlen, keine Mehrwertsteuer zahlen. Übernehmt ihr alles. Klingt nach sehr teuer, macht aber Sinn.
By the way, 19% extra kassieren, das geht. Erkläre ich jetzt aber nicht, weil wir haben keine Zeit. Weil wir noch schnell auf den nächsten Punkt springen. Und zwar ist das quasi Express Lite. Das ist noch ein Punkt, den wir jetzt auch schon in JTL implementiert haben und den wir dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres starten werden, dass wir euch Express-Tarife anbieten können ab unserem Standort. Das macht keinen Sinn für Deutschland, teilweise auch nicht für Europa, aber für internationale Destinationen ist es sehr wichtig, weil jetzt habt ihr auch sicherlich gemerkt, wegen Corona, viele Destinationen waren komplett geblockt. Warum? Die Personenmaschinen, also die Flugzeuge, waren am Boden. Die normalen Paketdienstleister konnten nicht ihre Ware verbringen, ihre Sendung verbringen. Und nur die Dienstleister mit eigenen Flugzeugen, UPS Express und FedEx, die haben noch funktioniert. Und deshalb haben wir gesagt, okay, für das Covid-20, was hoffentlich nicht kommt, aber egal was, wollen wir vorbereitet sein. Wir wollen euch vorbereiten, dass ihr das auch könnt. Und dann können wir zumindest in der Not diese Wege gehen, die das Überleben einfach sichern. Ja, und dann quasi sozusagen und tschüss bei Fragen, Fragen, jetzt oder nie. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit dafür oder ansonsten jederzeit um meinen Kollegen, die mich supporten und die auch die Arbeit wirklich hervorragend machen und eure Fragen beantworten. Und solltet ihr nicht alles wissen, ich weiß auch nicht immer alles, habt ihr auch gemerkt, dann fragen wir untereinander und dann finden wir immer eine Lösung oder auch eine Antwort für euch, wie wir euch weiterhelfen können. Im Bereich von regional auf überregional, von offline zu online und nicht vergessen, auch international ist eine Riesenoption und nicht nur bei Zahnpasta. Das haben wir schon gesehen. Gut, bis hier. Jetzt bin ich, glaube ich, super pünktlich, glatt 15 Uhr, und freue mich noch auf Fragen, die vielleicht noch da sind. Würde ich mich freuen. Ich bin hier. Jawohl, Micha, dann von mir an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank und nein, ich bin dir nicht böse. Wir können gerne noch ein paar Fragen aufnehmen und aufgreifen. Okay. Zumal ich glaube, da sind noch ein paar ganz gute Fragen bei, auf die du auch gerne eingehen wirst. Björn, vielleicht magst du dich auch mit live schalten und die Fragen einfach mal weitergeben an den Micha. Ich würde Ich jetzt ganz würde. kurz meine Bildschirmübertragung beenden, genau, und dann müsste ich jetzt, glaube ich, Jawohl. richtig zu sehen sein, ne? Genau. Genau, Alright. genau. Eine kleine Geschichte würde ich gerne noch anbringen. Der Robert kommt Gerne. aus Kirchzarten. Ja, du hast mit dem Schwarzwald recht, aber Stuttgart ist zu südlich. Okay, sorry. Nein, Okay. bleiben wir beim Content des Ganzen. Gerne. Björn, welche Fragen hattest du denn noch zurückgestellt, welche jetzt dann nochmal mit aufgenommen und aufgegriffen werden könnten? Wir haben erstaunlich viel abgearbeitet. Das ist gar nicht mehr so viel. Es war noch diese eine, wo du sagtest, Auge, das sind Vierzeiler. Das war ein bisschen lang. Da ging es nochmal um die Verzollung, Warenwert in die USA. Das schicke ich dir jetzt nochmal rüber, zur Erinnerung. Okay, ich lese die Frage einmal kurz so laut vor, ist ja nicht schlimm. Weil die Wertigkeit der Waren schon angesprochen wurde, möchte ich die Frage weiter spezifizieren. Warenversandwert 5.000 in die USA. Wir haben per DHL Express versandt und hatten überlegt, nächstes Mal über Parcel One zu gehen, weil die Verzollung kompliziert, weil wir die Verzollung kompliziert fanden und auch noch 150 Euro Versand gezahlt haben. Entweder lese ich gerade falsch oder es ist einfach, ist nicht schlimm. Würde das über euch vorteilhaft sein? Also, ja und nein. Warum ja und nein? Die explizite Lösung, ich nehme an, dass es FBA ist. Die explizite Lösung FBA ist 2 Tage langsamer wie DHL Express. Das heißt, sie braucht ungefähr so 5, 6 Tage von uns zum FBA. Das ist Punkt 1. Punkt 2, musst du das in mehrere Versendungen machen oder mit mehreren Labels machen. Aber das würde ich mir gerne mal anschauen. Und da ganz ehrlich, hau uns bitte an, schick mal einfach ein Info-Ad und sag mal hier, ich bin die Jung von mit DHL Express, 5.000 Dollar oder Euro in die USA, muss ich genau mich reinlesen. Weil der Punkt ist nicht immer so leicht zu beantworten. Hätte es jetzt gesagt, keine Ahnung, ein paar Schuhe, 50.000 Mal in die USA, hätte ich hier eine Deluxe-Antwort geben können. Aber hier, das ist ein neuer Bereich für uns, den wir aber schon seit einem Dreivierteljahr am Laufen haben.
Und in diesem Dreivierteljahr haben wir knapp, ich sag mal so, 4.500 Sendungen gemacht, die Gegend, nur mit diesem FBA. Ja, ich denke mich gern rein. Genau. Dann hatten wir noch einmal eine Frage zu den Sendungsnummern. Wie erhält man von euch die tatsächlichen Sendungsnummern beziehungsweise den gewählten Carrier? Das geht momentan über FTP. Das können wir Stand jetzt Genau. nicht in JTL zurückspielen, können die Daten aber per CSV oder FTP zurückgeben. Das Genau, ist der aktuelle technische Stand. derselbe Fragesteller fragte dann auch, werden diese direkt mit der JTL WAVI synchronisiert? Da bin ich raus. Nein, Stand jetzt noch nicht, Nein. nein. Aber deshalb arbeiten wir daran, dass wir direkt bei den ganzen Plattformen drin sind. Und das Gute ist, also wenn ihr uns auch als Puffer drin habt, das ist auch so ein Punkt, wir verarbeiten oder bearbeiten wirklich am Tag locker 10, 20, 30, 40 Endkundenanfragen von euren Versendungen oder von den Versendungen oder unserer Versender. Die übernehmen wir, das machen wir. Das ist auch so ein Punkt. Ihr habt auch keinen Stress mit irgendwelchen Dienstleistern, das machen wir alles. Wir haben ein Service-Team, was mit Ticketsystem alle Sachen ganz brav abarbeitet. Dann seid ihr komplett aus der Schusslinie und habt einen Ansprechpartner. Wie genau funktioniert das mit der Einlieferung bei euch? Ich glaube, das hat der Micha ganz gut erklärt. Da hat er auch die Folie gehabt, dass wir eigentlich wir nehmen alles an, ob das jetzt auf der Palette ankommt, bei uns an der Rampe, ob das ein kleines Päckchen ist, ob das ein LKW ist. Wir haben unser Hub in Butzbach in der Mitte von Deutschland fast. Und wie das zu uns kommt, das liegt an euch, wie ihr das mögt. Bei uns kommen den ganzen Tag Carrier an, wie gesagt, und liefern die verschiedensten Formate. Und wir nehmen auch alles an und wir verarbeiten dann auch alles. Genau. Alles verarbeiten tun wir nicht. Wenn der Kunde mal, wir hatten jetzt auch mal einen Kunden, der hat uns mal 40 Paket, nee, 40 Kilo Paket drüber geschickt und hat gesagt, sorry, das können wir halt nicht. Das ist, würde der nächste Dienstleister nicht verarbeiten. Aber auch da finden wir gute Wege, da eine Lösung zu finden. Du hattest noch eine Frage reingeschrieben, Björn. Wann kommt DDP? DDP haben wir jetzt schon in der Beta-Phase am Laufen, und rollen wir dann, können wir dann ausrollen, ich sag mal so. Ich schätze mal so in 4 bis 6 Wochen die Gegend. Also wir wollen das im Sommer nochmal in Ruhe durchtesten. Auch dann auch den, nicht nur DDP in die Schweiz rein, sondern auch mit Retourenlabel innerhalb der Schweiz. Und dann muss, wenn das quasi zurückgeht, müssen Sendungen auch aufgemacht werden, geprüft werden, welche Waren gehen jetzt zurück nach Deutschland. Weil ansonsten müsstet ihr nämlich nochmals Import und also Zölle und Mehrwertsteuer für Deutschland zahlen. Das ist ja totaler Schwachsinn, weil man hat es ja schon mal bezahlt. Also diesen Prozess gehen wir gerade mit 2 Beta-Kunden durch und wie gesagt, 4, 6, 8 Wochen, da können wir ausrollen und dann kann das auch ein deutscher Versender nutzen. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie funktionieren Nachforschungen und andere Versandprobleme? Bietet ihr einen Kundendienst? Ja, das machen wir. Selbstverständlich. Also, Anfragen können direkt an unser Ticketsystem gestellt werden. Wenn eine Anfrage reinkommt, gibt es nicht immer sofort eine Antwort, sondern aber sie wird sofort bearbeitet. Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4 Leute bei uns, die genau diesen Bereich machen, und die das im Täglichen machen. Die auch nicht jetzt einfach nur sagen, ja, ich habe mir jetzt eine Nachforschung gemacht und das war's dann, sondern wir haken auch regelmäßig hinterher. Wir sind quasi euer ausgelagerter Mitarbeiter, der genau diesen Punkt macht. Wir fragen da bei einem Dienstleister nicht nach dem Motto, wenn der Kunde jetzt nochmal nachfragt, dann fragen wir auch nochmal nach. Nee, machen wir selber. Wir haben ein Ticket hat bei uns im Endeffekt eine Laufzeit und wenn das dann quasi, sag ich jetzt mal, bei einer gewissen Fallgruppe nach 3 Tagen wieder sozusagen nochmal nachgefragt werden muss oder nach 2 Wochen, je nachdem, was es halt ist, machen wir das automatisiert und ihr bekommt automatisiert immer eine Antwort, bis wir ein Endergebnis haben. Ob das positiv oder negativ ist, sei immer dahingestellt, aber wir boxen uns da wirklich durch für euch. Genau. Das finde ich, war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Absolut. Es sind jetzt hier noch so zwei, drei kleine Fragen reingekommen, die natürlich auch beantwortet werden sollen. Ich denke allerdings nicht im Rahmen des Live-Webinars, sondern
Sie, liebe Teilnehmer, werden ja gleich das Webinar verlassen und bekommen in diesem Moment eine kleine Umfrage angezeigt. Wir möchten natürlich Ihr Feedback haben, geben Sie uns Ihr Feedback, aber Sie haben in dieser Umfrage eben auch die Möglichkeit, uns mitzuteilen, ob Sie von Parcel One oder uns JTL kontaktiert werden möchten, über welche Rufnummer dies geschehen kann. Und Sie können dort dann auch schon ein kleines Rückrufthema angeben, damit die Kollegen bei Parcel One oder auch die Kollegen hier bei JTL schon mal wissen, worum es geht, sich eventuell ein bisschen vorbereiten können. Nutzen Sie diese Möglichkeit gerne. Lassen Sie uns Ihr Einverständnis für eine Kontaktaufnahme da. In Zeiten von DSGVO muss man da ja immer einmal mehr fragen. Allein die Teilnahme am Webinar reicht da leider nicht. Von daher nutzen Sie die Möglichkeit, geben Sie uns Bescheid. Wir, genauso wie das Team von Parcel One, nehmen sich Ihrer Fragen da gerne im Nachhinein noch an. Und ich denke, da haben wir dann alle gut von. Ja, Micha, cool. Jörn, ich denke, wir haben eine ganze Menge an Informationen rüberbringen können. Ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Robert die Pakete aus dem Schwarzwald nicht nur nach Deutschland, sondern auch ins europäische oder internationale Ausland versenden kann, welche Möglichkeiten mit Kleinteilen bestehen, ne? Aber auch, wenn er irgendwann darüber nachdenken sollte, doch ganze Fahrräder zu verschicken. Da habt ihr ja auch ein bisschen was durchblicken lassen. Sehr, sehr interessant, die ganze Geschichte. Und ich glaube, dass vielen Teilnehmern auch viele Fragen beantwortet werden konnten, so dass da jetzt vielleicht ja nicht mehr ganz so viele Fragezeichen über den Köpfen schweben, was alles möglich ist, jetzt gerade auch bei Parcel One. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden schon mal bedanken und bei Ihnen, liebe Teilnehmer, natürlich auch und Ihnen auch noch einen kleinen Ausblick geben. Sie sehen es am Bildschirm. Morgen steht dem Robert der Termin mit DHL an und am Donnerstag geht es weiter und wir blicken mal auf das große Thema Sendungsverfolgung mit JTL, unser Produkt dazu, JTL Track and Trace. Auch dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Für heute soll es das gewesen sein. Wie angesprochen, Micha, Jörn, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Gerne. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao, ihr zwei.